Ich hatte die Chance, mich wie ein waschechter Fußballprofi zu fühlen und gegen Borussia Dortmund zu spielen. Und wie das so lief, seht ihr in diesem Video. Wir sind jetzt angekommen im Montana Black Stadion. Jetzt geht's hier rein. Unsere Mannschaft ist auch schon da. Ein paar Fans warten hier. King Cash, Steven Kodra am Start. Alles gut, Jungs? Ja. Sehr gut. Hier ist unsere Kabine für den heutigen Tag. Holzi, Erne, die Jungs alle schon am Start. Und hier ist mein Trikot. Erne, kannst du bitte einmal zeigen, welche Rückennummer ich habe? Du hast eigentlich meine Nummer geklaut, ja? Nummer 7. Die einzig wahre Nummer 7. Ich weiß nicht, was du dafür gemacht hast, ne? Ich habe die 32, Mann. Hell no. Safe. Und das ist der heutige Platz fürs Testspiel. Mal langsam in den Modus kommen, ne? Ich sage euch ehrlich, es ist eigentlich, wenn ich einen Torschuss habe, dann bin ich schon zufrieden. Wenn ich irgendwie einen Abschluss habe, dann ist Mission erfüllt. Kleiner Spoiler, dazu wird es nicht kommen. Ansonsten schieße ich auf eigene Tor. Erne, größter Talerhuhn mit Holz. Das ist sicher. Guck mal, alle normal, alles normale Jungs. Und dann kommt ihr Talerhuns hier, Alter. Bruder, ich wurde oft beklaut, ja, deswegen hast du die Sachen wieder bei mir. Ich klaue oft, weißt du, deswegen brauche ich was, wo ich das reintue. Schlau. Holz, ich schmeiß dich hier tatsächlich aufs Fahrrad, Alter. Ich will Man of the Match werden. Der für die Kamera. Frank, der will es wirklich wissen. Und da draußen warten die ganzen Leute. Aber nicht auf uns, sondern auf dem BVB. Einmal hier arbeiten mit Profis, ne? Was denn? Also ist ja schön, dass du da deine Dior-Tasche rum hast, ne? Aber wie man eine Hose anzieht, weißt du nicht, ne? Hab ich falsch gemacht? Aber kein Scheiß, wirklich? Was ist da? Wirklich? Ja, Jungs, zeig mal. Da ist vorne diese Bände. Nee. Zeig ja mal, wo die Bände. Digga, einfach Hose falsch. Warum sagst du mir das erst jetzt? Lass die Jungs, die hier hinten stehen, nicht im einzigen einstehen. Da sind wir ein Team und da jetzt die 6. Crazy, Alter. Hey. Wir sind einfach Fußballprofis, offiziell. Offiziell Fußballprofis. Boah, geiles Feeling. Talerhund, ich geb dir einen Stich, bin der Patron. Ein Sprint und der ist schon platt, der Erne. Also das ist jetzt wirklich anders. Einfach Brand, Adeyemi. Die wärmen sich einfach jetzt hier in der Hälfte neben uns auf. Geist. Ja. So sieht's aus im Profifußball, da würden wir auch mal auf die Bank gesetzt, ne? Bruh. Wir sitzen hier halt auf dreckigem Boden. Süle Kapitän. Dann kam meine Einwechslung in der 30. Minute. Die Trainer haben gemerkt, wir brauchen Verstärkung. Und meine allererste Aktion ist, ich kratze mir erstmal am Gött. Hier ziehe ich mal zum Sprint dann für den Ball in die Tiefe. Ich glaube, ich bin sogar schneller als Adeyemi, aber der Ball wird leider darüber gepölt und kommt nicht zu mir. Hier presse ich Riasson und setze BVB unter Druck, sodass sie einen Fehlpass spielen müssen. Hier mache ich auch nochmal das Angebot jetzt, dass der Mitspieler mir den Ball spielen kann, aber der knallt ihn einfach ins Nirgendwo. Nächste Möglichkeit, mir den Ball zu spielen, aber unser Teammate verheddert sich hier am BVB-Spieler und ich krieg wieder nicht den Ball. Hier habe ich noch ein kleines privates Gespräch mit Süle geführt. Kann ich euch jetzt nicht erzählen, was wir da geredet haben. Und in der Szene seht ihr einfach nur, wie unmöglich es ist, da an den Ball zu kommen. BVB spielt in unserer Hälfte, wie die wollen. Wir haben keine Chance, an den Ball zu kommen. Ein paar Dortmund-Spieler müssen hier jetzt noch Sprints machen. Und ich glaube, als Fußballprofi muss ich das jetzt auch noch mal kurz sagen. Sui! Die drehen hier durch, Alter. Die drehen wirklich durch. Jungs, chill mal! Der Security muss schon. Hilf den doch mal! Ey, drück auch mal dagegen! Das hat der BVB hier aufgetischt bekommen in der Kabine. Und wir fressen jetzt hier die Reste weg von denen, ne? Wenigstens kriegen wir die Reste. Also, guck mal, so sieht das aus bei dem Spiel. Selbst unter dem Tisch ist hier noch alles voll, Alter. Geh mal weg hier. Nach dem Spiel war natürlich auch nochmal aufs Fahrrad hier. Leider nicht so viele Minuten bekommen wie gedacht. Deswegen jetzt hier nochmal eine kleine Einheit, ne, als Fußballer.